feiern. Anna Gonzalez, Rezo und die Lara. Natürlich. Hast du so dämlich? Wieso lache ich wie so eine Hexe? Hast du so dämlich? Ich weiß es. Oh mein, mit Doppelkinn auch noch. Mit Doppelkinn auch noch. Ich sag, ha. Boah. Hast du so Daddy-Issues? Ich bin 23, jünger, schwierig, finde ich. Nein! Das ist mein Zeitpunkt! Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe zwei ganz besondere Gäste dabei. Ich habe die Anna und die Lara am Start. Und heute werden wir was Besonderes machen, nämlich Kiss, Marry, Kill. Was sagen wir? Fuck, Marry, Kill? Kiss, Marry, Kill. Kiss, Marry, Kill. I love bad boys. What the hell? Ich wusste, meine Eltern würden das Video bestimmt auch gucken. Ich war Kiss, Marry, Kill. Küssen steht auch nur für Küssen. Es sollte nicht das Synonym sein für was anderes. Es ist natürlich völlig klar, dass Küssen nur Küssen ist. Ja. Ist so. Wir haben hier eine Mütze und in dieser Mütze sind Zettel. Und wir können jetzt reihum die Zettel ziehen und müssen dann halt entscheiden, wie das ist. Ich habe Papa Platte, Reefed und Montana Black. Okay. Boah. Wenn man jemanden heiratet, muss man dann mit demjenigen schlafen? Natürlich, oder? Ist nein, es so? Nicht. Ja, aber in der Ehe ist das ja normal. Aber ich dachte, wenn dann mal Kinder da sind oder so, dann... Wie ich aber auch so in 5 Sekunden natürlich raushaue. Dann läuft da auch nichts mehr. Kriegst du die Kinder? Ja, okay. Schon. Aber man kann sich ja so... Künstlich befruchten. Ja, ich kann Montana Black einfach künstlich befruchten. Der einzige Ankerpunkt, den ich so wirklich habe, ist, dass ich mit Reefed persönlich sehr gut klarkomme. Das heißt, ich würde sie... Was ist aber mit den Haaren hier los? Was ist hier passiert? Das ist bei mir nicht so. Das ist nur bei denen hier. Bei den beiden hier und auch dieses Rot hier. Hätte man das nicht wegmachen können? So. Filter Bieler. Sie dann marryen, dann würde ich mit Papa Platte vögeln. Küssen. Schieß. Küsse den Kevin, meine ich. Und Monte würde ich dann killen, einfach weil einer gekillt werden muss. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Darf er so? Ey, ich habe gewählt. Du bist. Katja Krasowitz. Dann haben wir Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Ah, praktisch die. Katja Krasowitze. Oder was würdet ihr sagen? Krasowitze oder Krasowitze? Mit Tsche. Wie Witze. Witze. Krasowitze. Okay. Okay. Die DSDS-Jury. Genau. Oh nein. Also, bei dem Kill bin ich mir schon sehr sicher. Wir nehmen Dieter. Dieter muss gehen. Dreimal nein. Dreimal nein. Katja und Pietro. Ich würde sagen, Pietro scheint ein netter Typ zu sein. Katja auch. Ich glaube, mit Katja... Hauptsache, es geht Alessio gut. Katja ist schon echt witzig. Ich würde sagen, Katja heiraten, Pietro küssen dann. Ja? Würde ich auch so machen. Du bist dran. Okay. Das ist wirklich Themenzettel. Mark Zuckerberg und Bill Gates. Ich meine, wenn du auf Geld aus bist, dann macht es mehr Sinn, Bill Gates zu heiraten, weil so lange macht er nicht mehr. Also die anderen beiden leben länger. Also der ist ja, also der... Wie die aber auch immer auf das Geld gehen, das ist ja der Wahnsinn. Macht schon noch. Ich gehe jetzt mal einfach so rein vom Optischen. Ja, ich glaube, ich würde Mark, glaube ich, heiraten, Alan küssen und Bill dann killen. Ja, dann kriegst du das Geld erst so ganz spät. Kann ich auch von ihm einfach das Geld dann nehmen? Ja, aber dann müsst ihr ihn ja heiraten. Aber ich kann ja auch einfach killen und trotzdem sein Geld nehmen. Hey, Anna! Anna, was ist mit dir? Anna! Kill Bill! Kill Bill einfach! Okay. Oder? Raubmord, ja. Okay. Macht total Sinn, ja. Auf Lock. Okay, nächste Runde. Ich habe Nina Chuba, Bad Moms J und Domiziana. Auch wieder themenspezifisch. Nina. Man sieht die Person unten rechts nicht. Ja, das stimmt. Aber wenn ich sie nach oben mache, dann sieht man die Anna nicht. Wenn ich das hier hin mache, dann sieht man mich nicht. Ich kann das theoretisch in die Mitte machen, aber da sieht man auch ein Gesicht nicht. Das heißt, hier ist am besten. Ja. Ist so nett und deswegen würde ich sie marryen. Bad Moms J. Ich glaube, sie ist in ihrer Sexualität sehr da, wo sie sein möchte. Sie weiß sehr, was sie möchte. Deswegen würde ich sie eher küssen. Küssen? Ja. Alright. Oh, damn. Und sorry, aber ich würde dann Domiziana killen. Einfach nur, weil ich jemanden killen muss. Ich will sie ja gar nicht killen. Ich bin halt echt so ein Mensch. Du kannst sagen, was du willst. Ich würde immer lachen, glaube ich. Ich glaube, egal was du sagst, wenn du mit mir redest, ich bin immer am Lachen. Immer.
Es ist so krass, wenn man das danach anguckt, dann merkt man das erst. Dann merkt man das erst danach. Aber nicht mal, weil ich nett bin, nicht mal, weil ich so lachen möchte, weil ich es nicht lustig finde. So, ich finde einfach gefühlt alles lustig. Verstehe, ja. Aber zu der habe ich nicht so viel Bezug. Ich kenne halt ein, zwei TikTok-Songs. Ehrlich, ohne Benzin. Ich kenne sie gar nicht. Das er will immer mehr. Ach so. Ja, die ist es. Okay, ich bin, oder? Oh mein Gott, hier steht so viel. Cillian Murphy, Margot Robbie. Oh mein Gott, meine absolute Liebe. Leonardo DiCaprio. Also ganz sicher, erstmal Oppenheimer. Killen. Margot Robbie, absolut heiraten, ne? Absolut heiraten, ne? I stand by that. Margot Robbie, eins in den Chat, wenn Margot Robbie einfach Traumfrau ist. Eins in den Chat. Ja. 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 Also die paar Leute, die zwei gemacht haben, ich weiß nicht. Margot Robbie, Madison Beer. Adriana Lima, als sie noch ein bisschen jünger war. Der Frau würde ich mein Leben verbringen. Leonardo DiCaprio küssen. Aber ja. Ich würde sogar sagen, eher junger Leonardo DiCaprio. Das steht aber nicht. Das steht aber nicht. Ja. Du musst schon den alten nehmen. Aber hier steht in Klammern Titanic-Typ. Dann ist der Junge, ja. Dann muss der Junge sein. Also ich glaube, da kann man sich da anders entscheiden. Ich glaube nicht. Margot Robbie muss man heiraten. Darf ich fragen, wie alt du bist? 23. Dann bist du gerade noch in der Range des Leonardo. Oh, ja, stimmt. Also noch kannst du ihn küssen. Also in 2-3 Jahren würde er dich nicht mehr küssen. Da bist du zu alt. For real zu alt. For real zu alt. Einfach für Leonardo DiCaprio. Ganz, ganz kurzer Einschub, bevor das Video weitergeht. Denn genau jetzt, wo das Video draußen ist, gibt es mal wieder eine Rabattaktion bei Mor. Geht's jetzt weiter mit dem Video. Okay, Anna, du bist... Oh Gott, ist das... Nein! Oh nein! Das nein, ist der falsche Zettel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Anna Gonzalez, Rizzo und die Lara. Also ich... Aber es ist eigentlich einfach für dich jetzt. Nein, es ist nicht einfach. Ich hätte das jetzt so als Klon gesehen. Ach, als Klon? Also mich persönlich würde es halt reizen... Wieso? Wieso, Rizzo? Wieso würde dich das reizen mit deinem Klon? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich habe es da nicht verstanden. Ich verstehe es jetzt immer noch nicht. Wieso? Theoretisch siehst du dich ja selber. Also du siehst dich ja selber. Also das wäre ja nicht mal so, okay, ich brauche meinen Klon, damit ich mich nackt sehen kann. So, du siehst dich doch selber. Damit er weiß, wie es ist. Aber würdet ihr... Ist das komisch? Würdet ihr euren eigenen Klon? Oh mein Gott, Chat. Wirklich. Jetzt bin ich auf deine Formulierung gespannt. Ja, auch den Klon mal zu küssen. Ach so. Also ich meine, wenn man schon einmal die Möglichkeit hat, das ist ja was sehr Theoretisches so. Aber du weißt halt am besten, wie dein Klon gerne küsst. Ich glaube, ich weiß es. Aber du darfst mich gerne töten, wenn es dir leichter macht. Nein, easy. Ich würde die Lara heiraten. Oh, ich habe auch echt nichts anderes erwartet. Also wenn jetzt was anderes gekommen wäre, dann wäre ich schon echt sauer gewesen. Hätte die mich da gekillt, dann hätte ich die Freundschaft gekündigt. Ja, nee, aber ich glaube so langfristig, das ist einfach toll. Ja, wir matchen. Wir matchen. Das ist gut. Finde ich auch. Dieser romantische Moment. Dieser romantische Moment. Ja, wir matchen einfach. Wir matchen. Rizzo würde ich dann küssen und mich würde ich tatsächlich killen, weil das halt ich für eine Fehlentscheidung. Okay, ich habe Harry Styles, Taylor Swift und Beyoncé. Mhm. Oh, das sind schon alles drei krasse Künstler. Mm. Ich glaube aber, dass... Ich glaube, der Harry ist ein ganz süßer... Ey, ich finde es actually schwierig. Ich glaube, ich würde Taylor Swift küssen und Harry heiraten. Und dann Beyoncé killen. Ey, es ist... What? Wen soll ich denn killen? Harry wen Styles, Beyoncé. Harry Styles direkt killen. Beyoncé auf die Eins. Harry geheiratet, Beyoncé für den nassen Taylor. Ja, doch. Ihr killt lieber Taylor... Ja, als Beyoncé, 100%. Das kann ich. Nee. Ich kann Taylor Swift ja nicht. Er hat einfach Beyoncé gekillt. Einfach Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé hat er gekillt. Ah, what? Doch kein W-Chat. What? But it's Beyoncé. It's Beyoncé. Was redet ihr?
Was redet ihr? Was redet ihr? Ich bin ein Swiftie. Ein Swiftie. Ich habe an der Stelle übrigens gesagt, nach Swiftie habe ich gesagt, we're getting Swiftie in here von Rick and Morty, aber die haben es nicht gecheckt, leider. Und dann wurde es anscheinend nicht reingenommen, weil es nicht so lustig war. Oh nein. Judas Boring Life, Nadine Breedy und How to Shirley. Oha. Ich finde das echt ein bisschen schwierig jetzt. Ich muss sagen, ich kenne halt How to Shirley gar nicht. Die ist so cool, die ist so funny. So cool. Jeder Raum wird besser dadurch, dass Shirley drin ist. Ja, okay, wenn ihr das so sagt. Wir wollen dich aber auch nicht beeinflussen. Wenn ihr sagt, der Raum wird besser, wenn sie da ist, nehmen wir Shirley und heiraten Shirley. Mit Judas Boring Life habe ich auch nichts zu tun so. Nadine habe ich kennengelernt, richtig süße Maus auch. Sehr wir küssen halt Nadine, Jule muss dann leider gehen. Nicht persönlich natürlich. Ne, ist nur aus Ermangelung der Möglichkeit. Oh Gott. Karl Lauterbach, Philipp Amthor, Markus Söder. Also drei Leute aus der Politik. Also einer sexier als der andere. Es sind erstaunlich tolle Männer. Ich frage mich gerade, wieso ich das ziehen muss. Ich bin froh, dass ich das nicht gezogen habe. Ich finde, Markus Söder schaut sogar gar nichts. Also so, wie soll ich das sagen? Es ist okay. Markus Söder schaut nicht so. Anna! Anna, was sagt die da? Oh, you touch my tralala. Dieses Bild. Hast du so Daddy-Issues? Nein. Hallo, das was ist schon ein alter Mann. Wahrscheinlich im Vergleich. Ja, okay. Im Vergleich zu den anderen. Im Vergleich zu den anderen. Oder? Ja, ich weiß jetzt. Wenn ich mir jetzt so anschaue, denke ich mir jetzt nicht so, weißt du? Chat, habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt hier kurz? Oder? Ich mir jetzt nicht. Ich hab in die Kamera geschaut. Oder? Oder? So, weißt du? Aber also jetzt nur völlig unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast. Ist es so, dass du eher auf Ältere stehst? Ja, aber nicht so alt. Okay. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt 24, ich würde bis maximal 35, glaube ich, daten. Und was ist so deine Präferenz, unterste Grenze? Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie jung man halt bleibt. Auch so ein Herr Anwalt zum Beispiel ist auch noch sehr ist, hallo! Da musste ich aus meinem Stuhl aufstehen. Da musste ich mich kurz so... What did you say? Oh. Da kann man auch noch mal ein paar Jahre Wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht und die Seite kannte ich echt nicht von dir. Lieber Herr Anwalt, weiß Bescheid. Also ich würde sagen, Karl Lauterbach würde ich heiraten, Markus, ja, mal so ein kurzer Schmatzer und Philipp dann killen einfach. Okay, ja. Okay. Sorry, Philipp. Ich bin gerade 31 geworden. Was ist deine Grenze? Du meinst mit daten, also wirklich Beziehung führen oder mit küssen? Also, zum Küssen ist, weiß nicht, Anfang 20 bis Ende 30. Das ist so die Range. Ich bin 23, jünger, schwierig, finde ich. Älter bis so 28. Also ist der Anwalt raus bei dir, oder wie? Sorry, Anwalt. Bis 28. Bis 28. 20. Also ist der jünger. Ich finde es auch sehr schwierig. Älter bis so 28. Ich kann das alles nicht mehr. Da habe ich auch in die Kamera geguckt und niemand hat's gecheckt. Und dann hat der Cutter das schon wieder rausgeschnitten. Mit Blick in die Kamera wäre das noch viel besser gewesen. Also ist der Anwalt raus bei dir, oder wie? Sorry, Anwalt. Herr Anwalt, bei mir bist du noch drin in der Bei mir auch. Er, also der Jakob, der steht auf ältere Frauen. Ja, wie älter? Also er ist jetzt Mitte 20 und du stehst doch schon auf 40-Jährige. Ach so, Jakob wollte noch mal hinzufügen, dass Jakob auch noch älter geht. Noch älter? Was wäre denn das Älteste, was du dir vorstellen könntest? Ich habe schon eine 70-Jährige angesprochen. Ich war so geschockt, als er das gesagt hat. Ich war so geschockt. Also es ist actually ein Thing bei ihm. Imagine, also, du bist eine 70-jährige Frau und dann bist kommt angesprochen. So ein junger Typ. Ja, voll. Also ein Herkules. Ich meine, du hast Ähnlichkeiten mit ihm. Ja. Riz
Side-Eye. Okay, nächste Runde. Kyla Shikes, Solmecke und Till Lindemann. Wer oh mein Solmecke? Gott, Alter. Solmecke ist ein Rechtsanwalt auf YouTube. Findest du den auch hot, oder? ist er auch in Herr Anwalts Range, oder? Du kannst ihm nie wieder in die Augen gucken, Nana. Also ich hätte gar keinen Bock, Till Lindemann mit ihm irgendwas zu machen. Deswegen wird er gekillt. Und ich glaube, dass ich mit Solmecke heiraten würde. Er hat sein Leben sehr gut im Griff. Das ist ein krasser Businessmann. Der weiß genau, was der so... Crush, sagst du. Praktisch, Arbeitscrush, ja. Und Kyla würde ich dann küssen. Aber ich glaube, sie müsste brechen dabei. Also, wir mögen es gerne so, aber also nicht auf der Ebene. Deswegen, sorry, Kyla. Ein einziges Ein. Abfahrt. Das ist das Letzte. Letzte Runde. Bobby. Wer ist Gnu? Die hast du vorhin kennengelernt, Jasmin, mit der wir im Shuttle in diesem Golfding gefahren sind. Maxim? Ich kenne mal wieder niemanden. Die ist davor mit uns im Shuttle gefahren. Hauptsache, ich sag so, wer ist das? In diesem Shuttle waren 5 Leute. Wie kann ich das nicht wissen? Maxi ist Maxify? Ja. Und Ju ist Ju. Ja, dann ist eigentlich, fällt mir eigentlich einfach. Ju würde ich heiraten. Ju ist voll cool. Maxi würde ich dann küssen und Gnu muss leider aus dem Taxi aussteigen. Ich weiß nicht, ob du Maxi so krass vor Augen hast. Er hat jetzt einen Bart und ich finde, das macht total viel aus bei ihm. Also vorher hatte der keinen Bart. Also ich finde, mit Bart steht Maxi viel besser. Aber dass du mit Bart besser findest, ist ja klar. Ich mag eigentlich schon so Bubi-Face manchmal. Ja. Aber wir haben auch so einen anderen Geschmack, oder? Ja, du stehst halt auf Männer und sie steht auf die Fäder. Ja, schon wieder diese Lache. Schon wieder diese Lache einfach. Das ist halt der Unterschied bei euch. Ich kann ja auch einfach, oh nein, das geht in die falsche Richtung, wollte ich sagen, dass ich ein Kind dann mache und du könntest den Sohn machen. Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, das ist von der Alter. Dann darf ich ja erst mit 40 irgendjemanden haben. Ja, das Kind muss erst mal aufwachsen. Also das kannst du den aber bitte dann so erziehen, so Ehrlichkeit. Ich schicke ihn dann zu loyal. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Und Hauptsache, oh mein Gott! Marzel21, Dankeschön für die 20er-Sub, Bombclap in den Chat, danke für 20 Tier-1-Subs, vielen Dank, Dankeschön. Oh mein Gott, was ist mit uns, dass wir darüber so reden und Rezo ist so in der Mitte und denkt sich so, ich sag jetzt mal lieber nix, ansonsten werde ich noch gecancelt. Ja, wir sind durch, oder? Oh mein Gott! Ey, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, guckt auch bei den Kanälen vorbei von Anna, von Dilara. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Liken. Kommentiert was. Und kommentiert was Krasses. Und aktiviert die Glocke. Ja. Und abonniert den Kanal. Und alle Videos von Rezo nochmal angucken. Und dann nochmal, sag nochmal. Und was? Und ja, nochmal angucken? Ja, sie hat schon gesagt, dass sie alle Videos angucken. Und nochmal alle Videos angucken. Und sag jetzt, dass sie mir Geld überweisen sollen. Es hat no joke so viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Dieses Video, es war einfach so cool. Hey, da bin ich.